Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part haben wir hier bei den Lefferischen Inseln weitergemacht. Mich hat unter anderem ein einzigartiger Gegner platt gemacht, der noch so viele Leben hatte. Verdammt nochmal. Aber jetzt will ich dann diesen Weg hier weiter entlang laufen. Ich bin mir ja nicht sicher, ob jetzt der linke oder rechte der richtige ist. Die meisten von euch haben mir eher empfohlen, den linken zuerst zu nehmen, auf dem ich ja auch gerade bin. Deswegen passt das, denke ich mal, ganz gut. Und wir wollen ja eigentlich hinter diese Wolkendecke dahin. Und halt zum Beispiel auch das Heimatdorf von Rex besuchen. Ich weiß eben nicht, ob das jetzt hier auf der linken Seite ist oder nicht. Aber ich gehe mal einfach hier entlang und guck mal, was mich da dann so erwartet. Hier in diesem Schlund. A new locale. I've gained a new memory. Wolkenstraße Eurigitte. Oder so. Okay. Ja, dich ignoriere ich mal. Ich habe heute ein interessantes Team genommen. Ich wollte mal austesten, ob ich ohne Nia, ohne Heilerin, eine Chance habe. Wahrscheinlich nicht. Deswegen will ich die meisten Gegner erstmal ein bisschen ignorieren. Ja, aber das ist natürlich ziemlich schmal hier alles. Hier Gegnern auszuweichen ist nicht ganz so einfach. Aber einfach weglaufen, passt schon. Okay. I've never seen anything like this. A tunnel through the clouds? It's because this archipelago is formed of many smaller titans. The forces between the titans bend the cloud sea into this shape. There is a large titan as well, at the center of the cloud mountains. Though being within the cloud sea itself, you won't find humans living on it. The small titans seem to like clustering around the larger one, and that's what forms the archipelago. Wow! So many amazing things to see in world! Master Bun should get out more often. Working inside all day, bad for mind and body, you know. Tora on wonderful adventure with Rex Rex right now, though. Days of staying inside all day are long gone. Yeah, you're a driver. Just like us now, Tora. Meh meh. Tora appreciates support from friend Rex Rex. Yay, sehr schön. Okay, das ist echt ein ganz cooler Tunnel hier. Mhm. Aber heißt eben auch, dass ich Gegnern, wie gesagt, schlechter ausweichen kann. Aber einfach entlanglaufen, weglaufen, wird schon funktionieren. Ah, das ist wieder so ein Kollege. Ja, an den habe ich auch schlechte Erinnerungen, an den Typen. Aber es ist cool, dass wir das jetzt auch mal eben dann von unten so ein bisschen sehen können, quasi. Okay, hier ist jetzt ein bisschen ein größeres Areal, wo ich auch ein bisschen was finden kann. Ah, was? Was ist das denn für ein Ding? Okay, komm, gegen den kämpfe ich mal. Der ist so sehr im Weg und so groß. So, der hat nur 34. Ja. Aber ich habe eben Nia nicht dabei. Also, ich habe ja trotzdem Heilungsmöglichkeiten so ein bisschen, aber halt keine wirklich tollen. Poppy Alpha hat doch eine Attacke, wo ich KP-Kapseln bekommen kann, oder? Da muss ich dann gleich mal wechseln, weil ich muss mich dann jetzt irgendwie durch KP-Kapseln heilen. Komm, Zahn, bereit bitte. Ja, er hat sie sogar nicht mal. Okay, ja, gut, dann. Ja, ich wollte es halt mal ausprobieren. Wieso ohne Nia? Ich meine, ich will ja auch Abwechslung walten lassen und nicht immer Nia mitnehmen. Aber ja, ne? Weißt du nicht? Komm. Ja, ich wollte gar keinen Spezial. Ich meine, ich wollte Rex wieder helfen. Jetzt komm mal. Rex muss mich mal ein paar KP-Kapseln erscheinen lassen. Das ist ziemlich wichtig jetzt. Ich bin nämlich gleich tot. Ja. Mann, ich wollte es doch nur mal ausprobieren. Mir war ja klar, jetzt kommt der andere. Mir war ja klar, dass es dumm ist. Aber... Ah, also weglaufen kann ich nicht mehr. Und hier komme ich auch nämlich gar nicht weiter. We seem to be doing just fine, hat Norek gerade gesagt. Der war gut. Ihr nicht. Ihr nicht, glaube ich. Rex, lass doch mal KP-Kapseln erscheinen, du Vollidiot. Mann, ey. Na, vielleicht kann ich aber trotzdem noch weglaufen und mich noch irgendwie retten. Nee. So,
So. Weil wenn der Kampf einfach abgebrochen werden würde, dann wäre alles gut. Okay. Komm. Ich habe halt auch nicht erwartet, dass wir in dem Kampf so viel, in dem Part so viele Kämpfe haben würden, weil ich dachte eigentlich, dass wir jetzt da vielleicht schon dann direkt eben zu einer Stadt oder sowas hinkommen würden, wo es halt dann keine Kämpfe geben würde. Tja, da kommst du nicht durch, da bist du zu fett. Jetzt lass mich halt mal in Ruhe, Mann. Wartet mal schnell. So, jetzt schaffen wir es doch noch. Ich hab einfach... Ich hab einfach Rex die ganze Zeit tot gelassen. Weil immer wenn ich den wiederbelebt habe, ist er 3 Sekunden später gestorben. Vor allem, wo der im Rage-Modus war. Weil der super viele Flächenangriffe auch hatte. Und Rex ist dadurch immer instant gestorben. Aber die anderen beiden, Tower und Mauer, haben einfach Ewigkeiten durchgehalten, auch ohne Heilung. Und deswegen ging es dann so irgendwie. Na gut. Da ist okay, da ist ein geheimer Durchgang. Den nehme ich mal kurz. Ist es sogar der richtige Weg? Ich glaube schon, dass ich bei diesem Tor da irgendwie weiter muss. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Sehe ich dann gleich. Ach, okay. Titanenreflexzentrum. Mhm. Okay. Ist ein Schalter quasi. Okay. Ja, der Sammelpunkt ist mir dann egal. Da hau ich einfach ab. Und gehe einfach direkt weiter. Es hätte ja auch sein können, dass hier eine Sackgasse ist und ich doch den rechten Weg hätte nehmen müssen. Aber die meisten von euch haben mir ja eben den linken Weg empfohlen. Zuerst. Deswegen denke ich schon, dass ich hier zumindest ein bisschen was machen kann. Okay. So, hier geht dann der Tunnel noch ein bisschen weiter. Alles klar. Kann ich denn sehen, wie lang der noch ist? Da bin ich. Okay, die Hälfte haben wir jetzt. Okay, rechts wäre halt auch ein Tunnel gewesen. Und auch mit so einem Zwischenraum in der Mitte, wo auch noch ein bisschen was wäre, bestimmt. Aber okay, ansonsten einfach nur lange Verbindungen eben. Okay. Es war auch sehr schön hier, aber mich würde eben vor allem interessieren, was dann auf der anderen Seite vom Tunnel ist. Werden wir ja gleich sehen. So. Du lässt mich in Ruhe. Sehr gut, freundlich. Das finde ich immer noch blöd hier im zweiten Teil. Das war im ersten Teil so viel besser. Okay. Yay, das war so viel besser im ersten Teil, dass man sehen konnte, welche Gegner einen wann angreifen wollten und wann nicht. Mit einem Auge oder mit diesem Hörsymbol darüber. Und dass es hier fehlt, finde ich echt irgendwie doof. Weil es gibt ja trotzdem Gegner, die einen in Ruhe lassen und andere, die einen halt nicht in Ruhe lassen. Und wenn man das sehen kann, ist es halt viel, viel besser irgendwie. Oh Gott. Aber okay, so, jetzt sind wir da. Ist das eine Plattform, die sich da bewegt hat? Oder war das ein Gegner? Ich hoffe, dass es kein Gegner war. So. Wolkenstraße. Und das sind Plattformen. Okay. Oh Gott. Die würde mich dann zu der anderen da hinbringen. Okay. Ja, die kam ja... Aber vielleicht muss ich da sogar wirklich drauf landen. Damit die mich dann zu der anderen hinfährt. Ja, das überlebe ich aber, glaube ich, gar nicht. Ja, obwohl könnte ich vielleicht überleben, wenn ich da richtig positioniert wäre. Ja, aber das werde ich mal vielleicht später irgendwann machen. Ich weiß ja gar nicht, was jetzt für eine Route entlang geht, weil jetzt geht sie nämlich eh ganz woanders hin. Ich gehe erstmal hier weiter. Nach Fonse eben. Provodra Brutgebiet. Okay. Aber... Andere sind auch da. Yay. Harmoniegespräch ist auch hier. Okay. Ah, Schatzgrün. What is inside box? Ah, was? So, wer hab ich jetzt gesehen? Ach, der da, der Kleine da. Okay, ja, den ignoriere ich mal gekonnt. Aber ich will noch zum Bergungstauchen einmal schnell hingehen. Und das auch zumindest einmal austesten. Ich finde zwar wahrscheinlich eh wieder nur Müll. Aber trotzdem. Ich glaube, hier ist es sogar gleich. Genau, perfekt. Okay. Und dann eben das Harmoniegespräch können wir auch noch machen. So, komm, mach. Okay. Mach wieder Standard einfach nur. Ja. Bring us back some local snacks, you hear? Wait here. Das Geräusch noch something great. Okay. Knapp, aber passt. Yay. Alright. Alright. Sehr schön. This looks like it'll be something good. Okay. Mal gucken. Nee, nicht wirklich. Mann! So, oh Gott. Zwei Gegner, ja, jetzt vor allem halt ohne Mia, ne? Das wird jetzt nicht gelingen.
Ich glaube, das wird nichts. Vielleicht hätte ich zuerst auf den anderen gehen sollen. Der andere sieht stärker aus als diese Arsenfisch da. Ah, das kriegen wir schon hin. So. Ja, jeder hat ja Feuer von den drei hier, also kann ich einfach easy Feuer, Feuer, Feuer machen. So, okay. Rex kann dann gleich Stufe 4 vielleicht noch Treiber machen. Oder Stufe 3 machen. So. Okay, noch. Ah, ne, der ist schon tot. Okay, der macht besser. Von Kairan, aber doch, sieht ganz gut aus. Er kann deutlich weniger als der Typ davor. Ah, Mann. Mach mal du jetzt Blech und Brand, genau. Jetzt hat Rex gerade gewechselt. Der hat doch gerade Pyra draußen gehabt, oder? Ja, er wird gleich schon wieder zu Pyra wechseln, hoffe ich mal. Weil dann dürfte er schon sterben, denke ich mal. Komm, Rex, wechsel halt. Er kann noch nicht wechseln, ich weiß schon wegen Cooldown und so. Jetzt hat er zu Wulfig erstmal. Okay, jetzt. So, let's go. Bam. Awesome. 43.000 Schaden und ist tot. Yay. What does the QT stand for? Quixotic Tutelar. But don't ask meaning of that. Meme. Poppy is not sure, but think it's something very cool and powerful. Das war ein interessantes Gespräch, wofür das QT, also QT, steht, weil sie eine ganz süße ist, deswegen. Aber Chowa hat natürlich irgendeine andere Erklärung gefunden, weil er das nicht zugeben will. So. Hey, Poppy? Yes? I was just thinking how curious it is. Even though you look completely different, you're still the same Poppy. Poppy very strange. Even Tora thinks so sometimes. Even though you made her? That right. She grew so much. Bam! All at once. Perhaps friends could call Poppy by her model name? Oh, very good idea. What do you mean by model name? Well, Poppy's smallest mode actually has name Poppy Alpha. Oh, really? I didn't know that. And this form called Poppy Quixotic Tutelar. Quirliges Technikwunder. Wow, that is a very impressive name. If friends refer to Poppy as Poppy Quixotic Tutelar when in this form, Poppy very happy. Well, that's a little bit of a mouthful. Quixotic Tutelar. True, true. It's difficult to say. Distinction of Poppy's may be too hard now. Really? Yes. In fact, Tora works secretly on even more improved mode for Poppy. Ach, wirklich? When that finished, must differentiate between all three different modes. Das wäre natürlich ganz cool. Das kann ich mir auch vorstellen, dass Poppy wirklich noch eine dritte Form hat, weil Tora kann ja keine anderen Klingen bekommen. Und dann hätte er am Ende vom Spiel halt auch drei, wenn Poppy noch eine weitere Form hat. Das wäre cool. But that far too much bother. Poppy! Nice and simple. Best way to call. Das finde ich auch. Wie wird denn Poppys dritter Modus aussehen? Oh. Eigentlich ist Zustimmen bei sowas immer gut, aber ich bin neugierig. Deswegen nehme ich das. What's Poppy's third mode like? That excellent question. Und da freut sich ja Tower auch drüber, weil er redet da ja gerne drüber. It's called Quantum Techno Champion Pie. Ach so, Cutie Pie. Oh mein Gott, die Panz. That is another very impressive name. It sound powerful. Name came to Tora suddenly when he decide whether to enter swimming pool with left or right foot. Name origin story sound completely irrelevant. So, how exactly are you going to remodel Poppy? Tora not decided yet. Oh, really? Name only first step in process. Sound like it not happen anytime soon. It not take that long. Tora brainstorm day and night. Suddenly one day new design will appear like ether bulb overhead. Not just how inventors do. If Master Pond say so. When inspiration strike,
Master Pon, power up Poppy ASAP. Please, trust in Master Pon. Understood. But if Poppy had breath, Poppy would not hold it. You not trust Master Pon at all. Appearances may change, but Poppy will always be Poppy, huh? Sehr schön. Das war ein cooles Gespräch, vor allem, weil man ein bisschen was Neues gelernt hat. Wenn das wirklich so ist, dass es dann noch später mal Poppy Cutie Pie geben wird. Dann gibt es Poppy Alpha, Poppy Cutie und Poppy Cutie Pie. Also Poppy Alpha, Poppy Süße und Poppy, wie übersetzen wir das am besten, Zuckersüße vielleicht. Sehr interessant auf jeden Fall. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo ist der weitere Weg? Ich glaube, hier ist nämlich ansonsten nichts Besonderes mehr auf dieser kleinen Insel. Ich habe auch keine einzigartigen Gegner oder sowas gesehen. Schatztruhe habe ich ja sogar schon mitgenommen und Und Bergstauchen einmal. Also ich glaube, hier ist nichts anderes mehr. Ja, hier komme ich her. Aber Sammelpunkte natürlich. Ah, was? Okay, das war komisch. Einfach für eine Sekunde das Battle-Theme. Und dann wieder aus. Ja. Da ist auch noch ein Sammelpunkt. Ganz sneaky. Okay. So, jetzt warte mal kurz, in welche Richtung muss ich? So. Okay, da nach Norden. So, in die Richtung. Okay. Memme! Da ist auch noch ein Sammelpunkt, aber den lasse ich jetzt mal, weil ansonsten würden mich die Gegner eventuell sehen. Okay. So, hier entlang. Okay. Da geht's ins Wolkenmeer rein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Wolkenspiegel gerade niedrig ist. Ich glaube aber schon. Also ich glaube, noch niedriger als jetzt geht er, meine ich gar nicht. Und deswegen kann ich dann nicht da irgendwie, wenn ich den noch niedriger mache, dann da noch rein und dann irgendwas finden oder so. Glaube ich zumindest. Okay. Die Insel wird mich auch wieder interessieren. Schau mal kurz die Gesamtkarte an. Da ist sogar eine Quest nämlich, ja. Okay, da rechts wäre halt auch einiges. Hier ist aber ein ziemlich großes Gebiet. Das könnte dann eben Fonset sein, vielleicht. Aber diese Insel will ich dann auf jeden Fall jetzt noch schnell erkunden, wenn ich schon hier auf der linken Seite bin. Ich will nur noch kurz gucken, ob ich hier vielleicht einen Reisepunkt gleich kriege. Das könnte nämlich sein. Weil ich ja vermute, dass hier jetzt dann gleich Fonset kommt. Und am Eingang von Fonset ein Reisepunkt wäre doch eigentlich schlau. Ja, aber, ja, okay, aber so weit, weiter Weg ist ja nicht. Nee, okay, das ist ja direkt hier. Dann schwimme ich da doch kurz hin. So. Und schau mal kurz nach. Wir haben ja auf diesen Inseln schon immer einiges gefunden. Mal gucken, was hier ist. Auf jeden Fall schon mal eine Quest. Merto Island. Okay. Aber sonst anscheinend auch gar nichts. Was ist das? Morning already. It a new okay, Noppon. Sokoko. Und die Truhe. Darf ich mir die stibitzen? Very nice. Darf ich einfach so, nett? Yay, ist wirklich very nice. Dankeschön. Da ist sogar einiges an Zeug drin. Okay, dann rede ich mal gleich mit dir. So, Sokoko. Nunu, wieso hat Sokoko blöden Auftrag bloß angenommen? Bald ist Schluss mit Sokoko. Aus und vorbei mit Sokoko. Existenz am Ende von Sokoko. Was ist vorgefallen? Auftrag von Adena annehmen ist wie laufend offenes Messer. Betrug garantiert. Bergenstaucher Sokoko in großer Pitschepatsche. Kannst du das genauer ausführen? Mithra steckt Nase am liebsten in Angelegenheiten von Fremden. Sokoko hat unbedacht gehandelt, Aussicht auf große Belohnungen zu verlocken gewesen. Auftrag angenommen, ohne vorher über Details zu informieren. Sokoko ist pilzreicher Bergungstaucher, sollte eigentlich alles ohne Probleme finden, egal was gesucht wird. War aber gar kein Auftrag für Bergungsgut, war Auftrag für Sachen, an die man nun wirklich nur als Meister kommen kann. Sokoko muss Strafe zahlen, für Nichteinhaltung von Vertrag und Auftraggebender Adena, fieser Typ. Okay, ich hör auf. Sokoko, keine Lust auf Ärger. Aussichten auf Erfolg momentan gleich null, Auftrag so gut wie gescheitert. Einzige Lösung. Sokoko versenkt Boot in Wolkenmeer, kassiert Prämie von Versicherung und zahlt damit Strafe. Tower versteht. Erlaube uns, dich in der Sache zu unterstützen. Oh, Freunde bieten Hilfe an. Sokoko sieht kleinen hellen Fleck am Ende von dunklem Tunnel. Auftrag lautet wie folgt. 14 Zauberschienen und 5 Streifensaphire auf lefterischen Inseln suchen. Anschließend nach irgendwo 20 Engelsmotoren auftreiben. Freunde brauchen nicht Augen verdrehen. Sokoko hat sich Wolf gesucht und bereits 18 Engelsmotoren gesammelt. Okay. Freunde müssen also nur noch 2 weitere finden. Seltenes Sammelzeug ist nur schwer zu bekommen, aber Schießprügel nicht gleich in Getreidefeld werfen.
Okay, ich nehme mal an, dass ich davon wieder quasi gar nichts habe. Aber ich kann ja mal nachgucken. Ja. 8 habe ich da sogar. 3 von 5. Das geht ja sogar. Und 2 Engelsmotoren. Ja, ist halt trotzdem noch ein bisschen was. Von jedem fehlt mir ein bisschen was. Aber immer nur so 2 Stück. Oder, ja, da ist 6 Stück. Aber da habe ich ja auch schon einige. Also das geht sogar. Aber da will ich mir jetzt trotzdem erstmal lieber auf die Story-Mission konzentrieren. Ja, da hinten sehe ich doch schon ein paar Häuser. Das ist, glaube ich, wirklich dann Fonset. Aber ich will mal ganz kurz wieder die Hauptmission als aktive machen. Ja, okay. Oder war die eh noch als aktiv? Bin ich mir nicht sicher. Ja, doch, war sie, glaube ich, schon eh noch. Aber egal, passt trotzdem. So. Nee. We got company. So, da hinten, das ist doch safe Fonset. 100%ig. Da führt mich ja auch der Questmarker hin. Muss es also eigentlich sein. Mhm. That takes me back. Wee! What the hell? You wouldn't catch me dead doing that. Don't knock it till you try it. It's how we all learn to swim in the clouds. You mean you did that too? Yeah, of course. It came in really handy when I became a salvager. I can't stand it down there. It's not like water. Feels like the clouds are wrapping around you. And you don't like heights either. You get used to it really quick. Hey, you want to give it a go? What? Hey, no! You get away from me! Don't touch me! Stop that, Rex. Don't tease her. All right, all right. Honestly, when are you gonna grow up a little? Very impressive. We've refitted the drivetrain to use Ardenian technology. All of the control mechanisms have been beautifully preserved, so we should be able to finish relatively soon. Finally, we will be able to compensate for our forces' depletion. The Gormat struggle takes its toll. Sir. And there are no safety concerns, I trust. The explosion 3 months ago was most unfortunate. Or had you forgotten? We've been running a sedative drip through the Titan's fluid since then. No further difficulties. We've also encased the back end in composite steel. That should withstand sustained enemy fire. Even if it were to be blown up, well, it'll be in enemy territory. A pyrrhic victory, I'd say. Well, the crew will have escape pods. Escape pods? Are you sure you don't mean coffins? I mean... Okay. Judicium. The dead nation that realized flesh-eater technology. I cannot say I find their creations tasteful. I'm aware you do not agree with the principle of fusing blades with human cells. Few people do. Not what I mean. I'm sorry, sir. Well, then what exactly do you? It's said that flesh eaters were created in the quest for ever stronger blades. But is that really true? What I see in them is the shadow of a people scrabbling to prolong their existence. I look at them and see ourselves. That is what I despise. I will leave for Indol shortly. Much remains to be done. Okay, interessant. So, hier, aber ich glaube, ich will erst im nächsten Part dann Fonset betreten. Da ist sogar auch, das sind sogar 2 Harmoniegespräche, um Gottes Willen. Ich will noch ganz kurz vielleicht gucken. Ja, hier ist aber noch einiges an anderem Zeug.
Da oben ist noch irgendwas. Ja, ich würde erstmal sagen, einfach, dass das hier war für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Beim nächsten Mal werde ich mich dann hier draußen vor Fonset noch ein bisschen umsehen. Da gibt es ja auch noch einiges zu entdecken. Aber ich werde dann beim nächsten Mal auf jeden Fall auch dann nach Fonset gehen zu dem Heimatort von Rex. Da werden Erinnerungen wach, wie er schon gesagt hat. Direkt zwei Harmoniegespräche, wahrscheinlich mit ihm, vielleicht zu Piper oder sowas. Auf jeden Fall beim nächsten Mal dann eben Fonset. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.